So, hi, gute Bi. Willkommen zurück zu Let's Play Nier Replicant. Bevor wir den nächsten Spieldurchgang starten, muss ich mal sagen, ich habe einige Wochen Zeit gebraucht, um das Ende von A zu verarbeiten. Ich habe schon gehört, dass es eigentlich im Verhältnis betrachtet zu den anderen das harmloseste war. Deswegen, ich bin echt gespannt, was mich da noch erwarten wird, was auf mich zukommt. Ja, aber starten wir mal mit dem nächsten Part. Durchgang B. Ich bin echt gespannt. Whenever I interacted with Kaine, I was reminded about something from my past. Maybe my mind has been confusing her with my sister this whole time. Anyway. Das heißt, wir setzen also da an, nach dem Timeskip, als Kanye befreit wird, ja? Keines so. Ah, das ist neu. Diskriminierung. Ich habe auch gehört, dass mit jedem weiteren Durchgang ein paar Sachen mehr enthüllt werden. Das Prasseln des Regens erfüllte das Dorf. Die steilen Klippen in der umliegenden Gegend verstärkten das Geräusch, sodass selbst der leichteste Nieselregen wie ein Gewitter klang. Dünne Rauschwaren stiegen aus den Hütten auf, während die Dorfbewohner es sich in ihren Häusern bequem machten und auf das Ende des Regens warteten. Ein einzelnes Kind jedoch trotz dem Regenguss und wanderte nun langsam in Richtung der hölzernen Wetterfahne in Form eines Adlers im St Oh, Kanye in Adlerhorst, ne? Das Kind erreichte die Wetterfahne, die bereits seit ewigen Zeiten existierte, und starrte sie an. Das Gesicht des Kindes war sanft und grimmig zugleich, wie eine Teetasse, die ein Schiffsunglück überlebt hat. Diese Gesichtszüge in Verbindung mit einer blassen, weißen Haut verliehen dem Gesicht ein nahezu geschlechtsloses Aussehen. Wenn sich der Schnabel nach Osten dreht, gehe ich heim. Wenn er weiterhin nach Westen zeigt, dann. Das Kind blinzelte. Der Regen lief ihm langsam über die kurzen Haare und begann seinen langen Abstieg zum Boden. Komm schon. Komm schon. Das Kind spürte eine leise Brise und sah zu, wie die Wetterfahne langsam zum Leben erwachte. Nachdem sie sich einen Moment lang in verschiedene Richtungen gedreht hatte, zeigte ihr Schnabel letztendlich entschlossen nach Osten. Nach Osten? Wirklich? Ehe sich die Wetterfahne erneut bewegen konnte, kam ein spitzer Stein durch die Luft geflogen und traf das Kind am Kopf. Die Wucht des Aufschlags warf das Kind zu Boden, während ein Hagel von Steinen um es herum niederging. Oh nein, sie haben mich gefunden. Ein herzzerreißendes Lächeln überkam das Gesicht des Kindes, während weiterhin Steine flogen. Durch den Regen konnte man den Klang zahlreicher Schritte lauter werden hören, ehe eine Stimme erklang. Juhu, Kanye! Die Stimme gehörte Daimo, er war der schlimmste Tyrann vom Adlerhaus. Als Kanye versuchte aufzustehen, kam ein letzter Stein durch den Matsch geflogen und schlug gegen ihren Fuß. Blut triefte aus einer Wunde über ihrem Auge und vernebelte ihr Gesicht. Aber sie konnte die Umrisse von Daimo und seiner üblichen Bande von Idioten erkennen. Der Junge schien angesichts des Blutes für einen Moment aus der Fassung gebracht worden zu sein, spielte dann aber schnell wieder den Draufgänger. Was ist los, Freak? Magst du den Regen? Magst du es, ganz nass zu werden? Oder hast du dich endlich entschieden, von zu Hause wegzulaufen? Obwohl sie wusste, dass es vergeblich sein würde, wandte sich Kanye ab, um zu gehen. Bevor sie mehr als ein paar Schritte zurücklegen konnte, wurde sie von den anderen Kindern umstellt, deren Augen von Grausamkeit erfüllt waren. Kanye wusste, dass dies nicht die einzigen Augen waren, die auf ihr ruhten. Die Eltern der Quälgeister schauten aus der Sicherheit ihrer Häuser zu. Sie war an diesen Umstand gewöhnt, da sie das schon viele Male zuvor erlebt hatte. Während manche Dorfbewohner die Taten ihrer Kinder einfach ignorierten, ermutigten andere sie ganz offen. In einer Gesellschaft, die von Aberglauben furchtbar geprägt war, war Kanye etwas, das man hassen und wenn möglich zerstören sollte. Ich habe nicht gesagt, dass du gehen darfst, Freak! Daimos Worte fraßen sich durch sie hindurch wie ein Wurm durch einen Apfel. Er kann mir nicht wehtun, log sie sich selber vor. Sei stark, sei mutig. Er kann mir nicht wehtun. Er kann mir nicht wehtun. Er kann mir nicht. Ach, guck mal, der kleine Freak weint. Was ist los? Bist du traurig, dass dich alle ha dich hassen und wollen, dass du tot bist? Keine betete, dass der Ring sie aus einer Welt fortspült, in der es keinen Platz für sie zu geben schien. Aber wenn es Götter gegeben hätte, dann zogen sie es offenbar vor, sie zu ignorieren. Als Daimon sich näherte, lockerten sich die Wolken auf und der Regen ließ nach. Sogar das Wetter hasst mich. Ich bin nutzlos.
Ich wünschte, Daimo hätte meinen Kopf abgeschlagen. Kani konnte Daimos schönen Blick nicht ertragen. Sie senkte ihren Blick und starrte auf den schlammigen Boden unter ihr. Der Tyrann trat vor, bis er nur noch wenige Zentimeter von ihr entfernt war. Sie konnte den Geruch von all dem Fleisch in seinem Atem wahrnehmen. Alter, ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich so scheiße über die vorher geredet habe, gell? Der Junge ergriff Kanis Gesicht mit seinen dicken Fingern und zerrte es nach oben. Sie versuchte, sich abzuwenden, aber er zwang sie dazu, ihn anzusehen und drückte seinen Daumen gegen ihr Augenlid, um es aufzuhalten. Alter. Zeig's mir! Nein. Hast du gerade Nein gesagt? Damit kannst du dir wohl... Du sagst nicht Nein zu mir! Niemand sagt Nein zu mir! Ohne seine Aufmerksamkeit von Kani abzuwenden, rief er seiner Bande zu. Komm schon, Jungs! Lasst uns diesem Freak-Mädchen geben, was es verdient. Kaum hatte Daimo zu Ende gesprochen, begann Tritte und Schläge auf Kani niederzuprasseln. Daimo machte eine Pause, noch immer grinsend, während Kani sich kümmerte und versuchte, den Schmerzen Einhalt zu gebieten. Ich verstehe dich nicht, Freak. Warum benimmst du dich wie ein Mädchen? Hä? Jeder weiß doch das, was du wirklich bist. Kani ignorierte die Frage und entschied sich stattdessen, die Wetterfahne anzustanden. Sie zeigte noch immer nach Osten. Als wäre sie äußerst zuversichtlich, was die Zukunft anging, die sie für sie gewählt hatte. Nach Hause gehen? Ja, sehr witzig für jemanden, dessen Eltern tot sind und der kein Zuhause mehr hat. Freak! Skandierten die Kinder. Freak, Freak, Freak! Alter, ich bin jetzt schon am Anfang von B voll am Arsch, oder? Jetzt mal emotional. Kani schloss die Augen und lauschte im Regen, während sie darauf wartete, dass die Schmerzen wieder losgingen. Als die Hände der Dorfkinder sie ergriffen, flüchtete sie sich im Geiste in den Klang des Regens und ließ diesen allein zu ihrer Welt werden. Der Regen fiel, aber der Schmerz kam nicht. Erst als das Gelächter ihrer Peiniger in verschreckte Schreie umschlug, wusste sie es. Ein blutverkrustetes Auge zu haben. Kani war schockiert, Daimo am Boden zu sehen, während dieser sich den Kopf hielt und vor Schmerzen schrie. Sie konnte sehen, wie das Blut durch seine fetten, perversen Finger quoll. Oh mein Gott, er weint. Er weint tatsächlich. Ihres Anführers beraubt schauten sich die anderen Kinder gegenseitig an, als würden sie darauf warten, dass jemand hervortritt, um die Führung zu übernehmen. Aber wir wissen, dass sie eigentlich alle keine echten Kinder sind, ne? Das sind ja alles Replicants. Als sich kein Retter hervortrat, begann sie einen beunruhigten Rückzug von Kani. Aber das junge Mädchen war ihr geringste Sorge. Stattdessen galt ihre Aufmerksamkeit einer alten Frau, die nur ein paar Meter entfernt stand. Nachdem diese einen Moment lang nach Luft gerungen hatte, sprach sie schließlich mit zorniger Stimme. Tut verdammt weh, nicht wahr? Nun schlage ich vor, ihr verzieht euch, bevor ich noch einen werfe. Ah, oh, wie geil. Da ist doch noch Oma gerade am Abgehen, oder was? Und wenn einer von euch kleinen Bastarde jemals wieder meine Kani anfasst, dann werde ich weit Schlimmeres tun, als einen Stein zu werfen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Die alte Frau hockte sich hin und berührte sanft die Hand, mit der Daimo seine Wunde bedeckte. Bevor er auch nur daran denken konnte zu produzieren, drückte sie ihre Handfläche in die Wunde und drehte sie hin und... Ah, die alte ist geil. Au, schrie er und sprang auf. Hör auf, was tust du da? Hör auf zu jammern, es ist noch niemand an einem Kratzer gestorben. Du hast mich mit einem Stein getroffen, du dummes Miststück, mit einem großen. Das Ding hätte mich umbringen können. Die alte Frau zuckte mit den Schultern. Der Tod ist das beste Heilmittel gegen Dummheit. Mir gefällt die Alte. Bei diesen Worten verzog sich Daimos Gesicht vor Wut. Ohne seine Augen von Kani zu nehmen, trat er einen Schritt zurück und spuckte auf den Boden. Verschwindet! Verlasst dieses Dorf! Niemand wird euch hier haben! Keinen von euch! Als die alte Frau einen weiteren Stein ergriff, gaben Daimo und seine Gefährten Fersengeld. Während sie flohen, legte die alte Frau die Hände auf ihre Hüfte und lachte kurz auf. Ha! Sieh dir an, wie der fette Junge läuft. Er ist wohl doch nicht so stark verletzt, dass er nicht vor einem Kampf fliehen könnte. Das Lächeln der Frau verebbte, als sie ihre Aufmerksamkeit auf Kani richtete. Sie kniete nieder, zog ihr Halstuch aus und legte es dem jungen Mädchen um die Schulter. Dann zog sie ein Stück Stoff aus ihrem Kleid hervor und begann, ihr das Blut von der Stirn zu wischen. »Ach, Kani«, sagte sie, »warum hast du dich nicht gewehrt? Du bist stärker als diese Bande.« Die Worte ihrer Großmutter schmerzten Kani und sie wandte sich ab. »Sei nicht zu nett zu mir«, sagte sie, »ich verdiene es nicht. Nichts, nichts ist mehr von Bedeutung.« Ihre Tränen, die sie zu lange zurückgehalten hatte, begannen schließlich auf den matschigen Boden zu fallen. »Alle hassen mich. Sie denken, ich verursache schlimme Dinge. Sie denken, ich sei ein Freak. Ich wünschte, ich wäre tot.« Als keines Tränen zu schluchzen wurde, spürte sie die Hände ihrer Großmutter auf ihren Schultern. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters und ihrer winzigen Größe besaß die Frau eine erstaunliche Kraft und Kani war nicht in der Lage, sich weg... Was? Das muss wegzudrehen heißen, oder? Also, das ist ein Schreibfehler. Sprich nicht so, Kani. Es ist ein breiter und tiefer Fluss, der zwischen dieser Welt und der nächsten fließt. Und er gewährt niemanden, der ihn zu überqueren sucht, Gnade. Du hast die Pflicht, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen. Hast du verstanden? Oh, da ist sehr viel Weisheit dafür, dass es dann nur ein fiktives Spiel ist drin, gell?
Aber wisst ihr, der Autor versucht immer seine Botschaft durchzubringen. Die alte Frau griff fest dazu und versuchte, das Zittern aus ihrer Stimme zu verbannen. Du kennst den Schmerz, jemanden zu verlieren, der dir nahesteht, Kane. Du kennst ihn, weil du ihn überlebt hast. Bei diesen Worten wurde Kane von ihrer Liebe zu dieser alten Frau erfasst. Als kleines Kind wusste sie nicht einmal von der Existenz ihrer Großmutter. Aber als ihre Eltern starben, betrachtete die Frau sie schnell als... Was? Betrachtete die alte Frau sich schnell als ihre eigene Familie. Ich dachte, da wäre schon wieder Schaffel, gell? Großmutter, wie Kane sie nannte, war durchtrieben, vulgär und griff schnell zur Gewalt. Ihre ersten gemeinsamen Jahre waren nicht einfach gewesen. Aber mit jedem Jahr, das verging, kam sich Kane und ihre Großmutter näher. Aber erst jetzt, im Schlamm sitzend und mit Blut und Tränen im Gesicht, begriff Kane das wahre Ausmaß ihrer Zumeigung. Hier war eine Frau, die harte Zeiten erlebt hatte, die den Tod ins Auge geblickt hatte, die sich durch all diese Dinge gekämpft und es irgendwie auf die andere Seite geschafft hatte. Wenn irgendjemand Kanes Schmerz und Einsamkeit verstehen könnte, dann war sie es. Mache ich dich krank, Großmutter? Natürlich nicht. Rede keinen Unsinn. Kane legte sich das mottenzerfressene Hals durch ihre Großmutter um den Körper und zitterte. Mein Körper, er ist nicht normal. Wäre ich normal, wären Mama und Papa nicht. Still, unterbrach die Großmutter. Schluss mit dem Unsinn. Du bist meine Enkelin und ich liebe dich. Und wer damit ein Problem damit hat, soll zur Hölle fahren. Die alte Dame steckte ein kleines weißes Objekt in Kanes Haare. Die Fertigkeit, mit der die Blumen gebogen worden waren, ohne Stängel durchzubrechen oder Blüten zu verlieren, war erstaunlich. Bei diesem Anblick wollte Kane gleich wieder in Tränen ausbrechen. Meine Güte, das sind Mondtränen. Großmutter, hast du das für mich gemacht? Mondtränen waren legendäre, überaus seltene Blumen. Und doch hatte ihre Großmutter ein Dutzend oder mehr davon gesammelt. Oh ja, das habe ich jetzt auch schon kapiert im ersten Durchgang, dass das sehr seltene Blumen waren. Aber krass hier, diese Geschichte. Kane berührte den Kranz, als könnte sie nicht glauben, dass er echt sei. Wo hast du sie gefunden? Ah, beim Einkaufen. Sie wandte sich beim Reden ab, was Kane vermuten ließ, dass die Suche schwieriger war, als sie zugab. Die Mühe, die sie auf sich genommen hatte, um dieses Schmuckstück herzustellen, ganz zu schweigen vom Ausspüren der darin verwendeten Blumen, ließ Kanyes Herz schmerzen. Sie griff nach oben und rückte den Kranz zurecht, während sie fasziniert davon war, wie dieser zwischen ihren Fingern anfühlte. Ist nicht ganz richtig geworden, sagte ihre Großmutter, als sie darauf schielte. Diese alten Hände tun sich schwer mit filigraner Arbeit, aber an einem hübschen Mädchen wie dir sieht er toll aus. Kanye errötete und wandte sich ab. Du findest, ich bin hübsch? Natürlich bist du das. Wie kannst du nur so etwas Dummes fragen? Dankeschön, Großmutter. Ihre Großmutter lächelte. Wir kommen schon zurecht, du und ich, sagte sie. Solange wir uns beide haben, ist alles gut. Kane ergriff die Hand ihrer Großmutter und die beiden kämpften sich wie auf die Füße. Während sie den langen Heimweg antraten, hielt Kane ihre Hand mit aller Kraft fest, als wollte sie Rauch davon abhalten, vom Winde verweht zu werden. Der Regen hatte aufgehört. Kane stand neben der Wetterfahne, die sich nun gemächlich im Wind drehte, ohne sich über die Richtung zu kümmern, in die sie beim Anhalten blickte. Ich muss nicht mehr flüchten. Ich habe jetzt ein Zuhause. Großmutter liebt mich und das reicht. Selbst wenn wir uns gegen den Rest der Welt wehren müssen.